Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich spiele Nea. Wir haben Mittwoch, das bedeutet, es ist Shrine Time und ich spiele mit den beiden Perks aus dem Schrein der Geheimnisse. Okay. Fang hat einen Fast Vault gemacht, Richtung Ecke. Keine Ahnung warum, aber das bedeutet, ich gehe weit weg. Oh, da ist ein Bing Bong. Hallo, Bing Bong. Okay. Natürlich schlampiger Schlachter. Natürlich liege ich sofort. Er hat gegen das Fenster gehauen und mich trotzdem getroffen. Na toll. Er hat sich auch so umgedreht direkt, ne? Und komme ich jetzt in den Keller? Nein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also, die Perks aus dem Schrein der Geheimnisse. So können wir zumindest entspannt hier mal rumhängen. Wir sind einmal unten gewieft von Nea. Das ist ganz witzig. Ich habe schon eine Folge im Puffer für diese Woche irgendwann mit gewieft. Denn das passt ganz gut zu einer der Aufgaben aus dem derzeitigen Rift. Und links Blutwallung sind beide im Schrein der Geheimnisse. Das kommt daher, weil immer im aktuellen Folianten jetzt die neuesten DLCs behandelt werden. Das heißt, die bekommen da ihre Kapitel und deswegen sind im Schrein auch immer die aktuellen Perks jetzt seit dem letzten DLC. Denn der Schrein hilft immer bei den aktuellen Archivaufgaben. Das bedeutet, es gibt eine Aufgabe mit Blutwallung und es gibt eine Aufgabe, in der man irgendwie andere Leute heilen muss mit Medikit oder so. Ja, und ich habe die Aufgabe mit, erst mein Geist, dann mein Körper oder so. Ich muss mich zweimal selber komplett hochheilen. Kannst du nicht bitte retten gehen? Das wäre total cool. Ich bin immer noch erschöpft. Warum bin ich immer noch erschöpft? Bin ich gerade losgerannt, damit sie mich nicht zu Ende heilt? Ich bin gerade losgerannt, damit sie mich nicht zu Ende heilt, ne? Ja, ich habe Sprintboost dabei. Er hat noch, wie heißt es, Stromstoß dabei, Spannungsstoß. So. Ich könnte mir vorstellen, dass er in den Haken da vorne kommt, deswegen Vorsicht Fang. Er ist hier vorne. Ja, also ich habe Blutwallung dabei und die Aufgabe, Blutwallung dabei zu haben. So, Sprintboost erneut gezündet. Sorry. Hier vorne ist doch noch mal so ein schönes Fenster, oder? Okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Blutwallung kann ich nur dann zünden. Ist er noch hinter mir? Ich glaube nicht. Nee. Blutwallung kann ich nur dann zünden, wenn ich tot am Haken bin und erschöpft. Deswegen ist Sprintboost damit so gut. Denn wenn ich zweimal hing und erschöpft bin, ist dieses Perk erst aktiv. Und ich kann es dann benutzen mit der aktiven Fähigkeitstaste. Irgendwas, irgendwas, irgendwas. Ich heile mich selber kurz hoch, dann habe ich die Aufgabe zumindest geschafft. Genau, und dann bin ich nämlich nicht mehr erschöpft. Das heißt, ich kann zweimal am Stück den Sprintboost zünden, sobald ich Deadonhook bin. Oder halt Flink, oder. Aber Sprintboost hat so schön wenig andere Bedingungen. Sorry fürs Schmatzen. Bedingungen. Okay, ich gehe an den Gen oben, obwohl er weiß, dass wir da dran wollen, ne? Nachtwache habe ich noch dabei, rechts von Quentin, das beste Perk von Quentin. Und das macht, dass wir Erschöpfung schneller regenerieren. Und zwar ich und die Survivor in meinem Umkreis, beziehungsweise andere Statuseffekte auch schneller regeneriert werden. 30% schneller sind wir beim...
regenerieren. Ich habe ja gesagt, er weiß, dass wir da dran wollen. Deswegen wird er da auch hinkommen. Aber er geht mir nicht weiter nach, glaube ich. Ich kriege keine ganze Heilung mehr aus meinem Medikit. Aber, ja, gewieft macht, dass wir... Heilungsgegenstände, nein, alle Gegenstände. Alle Gegenstände, gewieft ist unten von näher, deswegen spiele ich auch mit näher. Sämtliche Gegenstände eine Verbrauchsrate von 25% weniger haben. Das bedeutet, dass ich aus einem Medikit, wie ich es gerade mit hatte, tatsächlich zwei Heilungen und eine Viertel rausholen kann für mich selbst. Deswegen funktioniert das mit der Instant-Spritze auch ganz gut. Denn ansonsten wurden die Medikits ja alle so genervt, dass sie nur noch eine Heilung grundsätzlich ohne Add-ons beinhalten. Er ist wahrscheinlich oben im Gebäude, weil der Gen so weit war. Aber der ist mit Stromstoß jetzt wahrscheinlich auch schon wieder so derbe runter. Da ist er auf dem Balkon. Hat hier runter geguckt, hat nichts gesehen und geht wieder zurück. Beim Geist muss ich mal ein bisschen leise sein, um zu horchen. Blutballon habe ich erklärt, gewieft habe ich erklärt. Ne? 25% sämtliche Gegenstände, die wir dabei haben, also auch die von meinen anderen Kollegen, aber nur wenn sie im Umkreis von 8 Metern zu mir sind. Oft wird das so für Taschenlampen genutzt, das war jetzt aber fürs Medikit auch super genau, weil die Medikits wurden ja überarbeitet, sodass sie nur noch eine Heilung beinhalten ohne Add-on. Mit Add-on maximal zwei. So, Ehrengen Nummer 2. Dann gehen wir mal in den Gen hier vorne. Denn da haben wir... Ach, der ist auch schon fast fertig. Nee, der ist nicht fast fertig. Aber der ist auch schon angefangen. Sagen wir so. Kann ich da mal dran gehen? Ah, cool. Nee, das Spiel sagt nein. Ja, also mal schauen, ob wir Blutwallung ans Laufen bekommen. Er hat den Stern oben tatsächlich fertig gekriegt. Cool. Ich habe die Aufgabe ja auch fertig bekommen. Das heißt, die Runde ist schon tausendmal besser als die letzten 6 Runden, die ich heute hatte. Jonah wird gejagt. Der war aber gerade beim Hauptgebäude. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar die Gens durch. Gerade waren es noch 4, die wir machen mussten. Jetzt sind es nur noch 2 und die sind beide sehr weit. Wenn ich Blutwallung nicht zünden kann, bin ich ehrlich gesagt nicht böse drum. Vielleicht schmiert Jonah ja an mir ab, das wäre mir sehr recht. Vielleicht gucken wir mal, dass wir tanken können irgendwie. Leider nicht Bindung dabei oder irgendwas, um ihn zu sehen. Ich gehe schon mal in den Ausgang. Warum schreit er noch so lange, obwohl er schon tot ist? Weiß kein Mensch, oder? Bin leider nicht dead on hook, deswegen kann ich Blutwallung nicht zünden. Ich sehe Lori leider nicht mehr. Lori? Lori war doch gerade hier. Jetzt wird sie gejagt, sie war genau hier. Kann ich irgendwo tanken gehen? Weiß ich leider nicht. Da. Ja. Vielleicht kommt sie noch von seiner Schulter, aber ich denke eher nicht. Naja, Aufgabe geschafft.
Blutwallung leider nicht gezündet, aber das ist echt, dadurch, dass man dead on hook sein muss dafür, schwierig. Mein Körper, dann mein Geist. Haben wir doch noch relativ gut hinbekommen. Gens flogen dann ja doch relativ schnell. Am Anfang sah es ein bisschen schwierig aus. Ja, mal schauen, was der Geist dabei hatte. Stromstoß auf jeden Fall. Habe ich irgendwas anderes mitbekommen? Schlampiger Schlachter? Barbecue? Ach, das war Ausbruch. Das war gar nicht Stromstoß. Und brutale Stärke. Auch sehr gut auf ihm. Add-ons. Windsturm und Schattentanz. Classic. Erhöht die Geschwindigkeit beim Springen durch Fenster. Treten von Gens und so. Deswegen sind die auch so gut, die Add-ons mit brutaler Stärke und Ausbruch. Und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, während er verhüllt ist. Was waren die anderen so dabei? Ach ja, auch Blutwallung und zweimal sich selbst hochheilen. Und Sprintboost, ja. Ganz witzige Perks. Cool, dann sage ich GG und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.